The Ark, Hotel im Aberdare Nationalpark. Wenn es darum geht, die vielen sehr verschiedenen Gesichter Kenias zu zeigen, gehört der Aberdare Nationalpark dazu. Er liegt im Hochland Zentralkenias auf über 2000 Meter Höhe, 3 Stunden Autofahrt nördlich von Nairobi, fast genau auf dem Äquator. Mitten im Park gelegen ist das Ark Hotel, eine sehr schöne Berglodge. Man fährt zuerst in den Aberdare Country Club für ein Mittagessen, lässt hier das meiste Gepäck zurück und nimmt dann nur das Nötigste mit in den Hotelbus. Eigentlich sind es von hier nur 30 Minuten Fahrzeit bis zum Ark Hotel im Nationalpark, aber die atemberaubende Gegend und die Sichtung vieler Tiere lässt den Fahrer die Fahrt immer wieder unterbrechen. Die Landschaft ist die eigentliche Attraktion dieses Parks. Das wie eine Arche geformte Hotel liegt an einem kleinen See nebst salzhaltiger Schlammsohle. Die Tiere kommen hierher wegen des Wassers und der Mineralien. Das Vier-Sterne-Haus macht sofort einen guten Eindruck. Viel wichtiger ist jedoch, dass man vom Zimmer, vom Restaurant und von der Außenterrasse jede Menge Tiere zu sehen bekommt. Gemütlich bei einem Tasker und Chips auf der Außenterrasse sitzend, sieht man beispielsweise den Elefanten beim Baden zu. Und wer lieber drinnen sitzt, kann dies mit derselben großartigen Aussicht von 2 verglasten Etagen aus. Immer wieder tut sich etwas vor dem Haus. Freundliche Guides erklären alles ganz genau, beispielsweise bei der abendlichen Vogelfütterung. Zu sehen gibt es vor allem Elefanten und Büffel, gelegentlich aber auch Leoparden, Hyänen, Warzenschweine und Wasserböcke. Man sollte für diese Abendstunden warme Kleidung haben, denn auf dieser Höhe wird es nach Sonnenuntergang rasch sehr frisch, auch im Haus. Natürlich darf man wegen der wilden Tiere draußen nachts das Haus nicht verlassen. Um auch nachts keine Tiersichtung zu verpassen, gibt es einen Summer auf dem Zimmer. Einen ersten Eindruck des Ausblicks vermittelt auch die Webcam. Den Link zur Webcam finden Sie unten in der Beschreibung. Hier einmal einige erste Eindrücke der Webcam bei Nacht und bei Tag. Mm-hmm.